Adrien Rabiot hat offenbar eine Beschwerde gegen Paris Saint-Germain eingereicht, um wieder mit der Profimannschaft von Thomas Tuchel trainieren zu dürfen. Eine Entscheidung könnte bereits am Dienstag fallen. Erlebe die Liga eine live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Wie mehrere französische Medien berichten, hat sich Rabiot beim französischen Ligaverband LFP über seine am Freitag in Kraft getretene Versetzung in die zweite Mannschaft von PSG beschwert. Der Mittelfeldspieler wurde infolge eines Vertragsstreits aus dem Profiteam verbannt. Die Versetzung in die zweite Mannschaft will Rabiot nun allerdings nicht hinnehmen und pocht auf sein vertragliches Recht, mit den Profis trainieren zu dürfen. Das Verhalten von PSG ist illegal und Adrien Rabiot fordert die sofortige Zurückversetzung, sagte Stefan Burchkalter von der Spielergewerkschaft UNFP gegenüber Goal und Spox. PSG-Star Neymar über Tuchel, gebe mein Leben für ihn auf dem Platz. Adrien Rabiot hofft auf Präzedenzfall Hatem Ben Arfa. Das französische Regelwerk erlaubt eine Versetzung von Profis nur temporär und aus sportlichen Gründen. Beides wäre bei Rabiot wohl nicht der Fall. 2017 war Stade Rennes mit einem ähnlichen Vorgehen gescheitert und musste Hatem Ben Arfa wieder mit den Profis trainieren lassen. Da die LFP doch am Dienstag tagt, könnte die Entscheidung bezüglich dem Mittelfeldspieler dort fallen. Rabiot wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Club wohl im Sommer verlassen. Nach 10 Verhandlungen beschlossen die PSG-Funktionäre, Rabiot bis zum Saisonende nicht mehr einzusetzen. Punkt. Trainer Tuchel akzeptierte diese Entscheidung.